Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Haustechnik Vosswinkel. Heute dreht sich alles um das Thema Fußbodenheizung. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Tagesschau. So viel dazu. Jens stirbt da hinten gerade ein bisschen. Nein, ich finde, das sieht aus wie auf der Tagesschau, aber das wird ziemlich gut. Liebe Leute, wir wollen uns mit dem Thema Fußbodenheizung beschäftigen. Es soll gehen um die Technik, um die Fragen dazu, welche Verlegearten es gibt, was man beachten muss, um was es geht und letztlich, wie das Ganze funktioniert. Und damit das Ganze nicht nur blöd von mir dahergesagt wird, schalten wir jetzt um, weil wir sind ja schließlich in der Tagesschau. Schalten wir jetzt um zu unserem Moderator, Reporter vor Ort, dem Sebastian Haag. Sebastian, bitte übernehmen Sie. Ja, danke Martin für deine Einführung. Jetzt sind wir hier auf der Baustelle und wir haben jetzt das Arbeitsbrett hier stehen und den Tacker in der Hand. Den Justin als hochmotivierten Mitarbeiter, der das gleich hier verlegen wird, nachdem ich ihm das erklärt habe. Fangen wir mal eben mit den Gerätschaften an. Wir haben hier einmal den Abrollwagen mit dem Rohr drauf, was man nachher hinter sich herzieht, dass es sich automatisch abrollt. Und den Tacker, womit man das Rohr hier auf der Trittschalldämmung befestigt. Beim Verlegen der Rohrleitung muss man darauf achten, dass man einen Abstand einhält, der vorher berechnet wurde. Es hält sich hier an den Linien quasi gleich. Also wir sind im System Kermi. Danach hat Kermi Berechnungen gemacht und danach müssen wir uns richten, welche Linien wir nachher legen wollen. Man geht immer einmal hin und einmal zurück. Heißt, in dem Lauf hin muss man immer das doppelte Maß haben, damit man am Ende das Maß von Kermi oder den Verlegeabstand von Kermi einhält. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Kreis gelegt und nach jedem Kreis, den wir gelegt haben, notieren wir uns einfach die Meterzahl, wie lang der Kreis geworden ist. Man darf eine maximale Meterlänge nicht überschreiten von 120 Meter pro Kreis und damit wir das auch einmal alles im Blick haben und am Ende auch einen hydraulischen Abgleich fahren können, notieren wir uns einmal die Meterzahl. Wo finden wir denn die Meterzahl, Herr Haag? Die Meterzahl steht hier auf dem Rohr, Herr van der Kemp. Hier sieht man einmal, wie viel ist verbraucht worden nach rechts und wie viel nach links ist auf der Rolle da drauf. Ja, ne? Alles klar. Gut, dann fangen wir den zweiten Kreis an. Dann machen wir das doch. Wunderbar. Obwohl der Sebastian uns eigentlich schon alles Wissenswerte erzählt hat, sind wir jetzt trotzdem auch nochmal hier. Was in erster Linie daran liegt, dass das Rohr, was es hier gab, nicht gereicht hat und ich gerade noch Neues auf die Baustelle hinterhergefahren habe. Und da der Jens sowieso hier war, haben wir uns gedacht, gehen wir auch noch eben gucken. Es ist ein bisschen ein zwiespaltiges Schwert, dieses Video, denn es hat hier ja tatsächlich nicht nur etwas mit Neubau zu tun, sondern es hat hier auch mit der Flut zu tun, die es hier in NRW eben doch relativ stark gab. Also ist hier ein Wendehammer mit 1, 2, 3, 4, 4 Häusern im Wendehammer und die hat das Wasser tatsächlich hier gestanden. Also das ist einmal sauber, ordentlich durch alle 4 Häuser hier durchgelaufen und genauso sieht es hier auch in der ganzen Siedlung aus. Also es ist wirklich ein trauriges Thema und deswegen ja, ein zweischneidiges Schwert, weil ihr was über Fußbodenheizung lernt, aber ich glaube, die Kunden uns lieberweise drehen lassen, aber das sich auch, glaube ich, lieber erspart hätten. Lasst uns reingehen, lasst uns nachgucken, was die bis jetzt geschafft haben, die lieben Leute. Sebastian hat ja soweit eigentlich schon alles erklärt.
Und so gibt es eigentlich nur relativ wenig drumherum noch zu sagen. Letztlich wird ein Estrich bestimmt, wie hoch der ist. Das macht ein Planer, ein Architekt. Es gibt eine Oberkante Fertigfußboden, die dann abzüglich des Bodenbelags gerechnet wird auf Oberkante Estrich. Und abhängig der Höhe des Rohbodens wird dann eben entschieden, wie dick wird der Aufbau. Davon ist natürlich nur ein Teil Estrich, klar. Viel davon ist auch Dämmung. Gerade wenn man auf der Bodenplatte, also im Erdreich oder auf dem Erdreich ist, wird entsprechend dick gedämmt. Was wir hier sehen, ist die letzte Schicht, die sogenannte Trittschalldämmung. Darunter liegt noch sogenannte EPS-Dämmung, Wärmedämmung. Der Trittschall, wie der Name schon sagt, hat tatsächlich die Funktion, den Schall nachher zu dämmen. Auf diesem Trittschall wird dann das Rohr getackert. Das hat der Sebastian ja soweit erklärt. Der Estrich soll am Ende 4,5 bis 5 cm über dem Rohr liegen, damit eine ausreichende Überdeckung da ist und damit ausreichend Volumen da ist zur Wärmeaktivierung. Denn nicht die Rohrschlangen geben die Wärme direkt an den Raum ab, sondern das warme Wasser in den Rohren aktiviert den Estrich, erwärmt den Estrich und über die gesamte Fläche des Estrichs wird die Wärme dann ans Gebäude oder an den Raum abgegeben. Und so funktioniert das hier eben letztlich auch. Genau. Am Ende des Tages, wenn die Heizung fertig ist oder die Fußbodenheizung in Betrieb ist, der Estrich drauf ist, können wir mit Hilfe der Fußbodenheizung den Estrich trocknen. Es gibt verschiedene Formen der Estricheinbringung, die letztlich mit einem Trocknungsbeschleuniger zusammenhängt. Also der Estrichleger kann dem Zementestrich ein Mittel beimischen, was die Abtrocknung beschleunigt. Und je nachdem, welches er nimmt und wie viel er davon nimmt, beschleunigt sich eben die Abtrocknung. Trocknungsbeschleuniger haben den einen Nachteil, dass sie zum sogenannten Schüsseln führen können. Schüsseln ist wahrscheinlich nur ein umgangssprachliches und kein Fachwort, besagt aber letztlich, dass der Estrich aufgrund des schnellen Abtrocknens von außen nach innen dazu neigen kann, an den Kanten zur Wand hochzukommen. Dass er also quasi eine Schüssel bildet und deswegen spricht man vom Schüsseln. Das passiert bei einer sehr schnellen Abtrocknung, weswegen wir letztlich mit den Heizungen ein sogenanntes Estrich-Aufheizprogramm aktivieren können, was eben mit verschiedenen Temperaturen über einen verschieden langen Zeitraum dafür sorgt, dass ein Estrich möglichst schonend austrocknet, also möglichst gleichmäßig und nicht zu diesem Schüsseln führt. Das Schüsseln hat letztlich den Nachteil, irgendwann ist der Estrich komplett ausgetrocknet und der Estrich geht an der Seite wieder runter. Das ist soweit ja eigentlich kein Problem, nur wenn du das nicht weißt und machst zum Beispiel gefließte Sockelleisten hierhin, die du auf die Bodenfliese draufstellst, wenn das Schüsseln dann vorbei ist und das Ding geht 2 cm wieder runter, hast du halt zwischen Sockelleiste und Bodenfliese dann plötzlich einen 2 cm starken Spalt. Und das ist eben das Problem dabei, wird im Neubau halt häufig gemacht, wenn es um Zeit geht, wenn es um Geschwindigkeit geht, diese Trocknungsbeschleuniger einzubringen, die aber dann wirklich dazu führen, dass der Estrich teilweise eben hochkommt. Hier werden wir es, glaube ich, jedenfalls anders machen. Wir werden im Anschluss, wenn der Estrich liegt, eben die Aufheizung via Heizung starten. Estrichleger ist jetzt nicht von uns oder nicht uns bekannt. Deswegen weiß ich nicht genau, wie sie es hier machen. Ja, Verlegeabstände hat der Sebastian gesagt. Randdämmstreifen ist auch klar. Der Randdämmstreifen dient natürlich dazu, dass der Estrich keinen Kontakt zum Mauerwerk hat. Das heißt, dass sich hier eine Dehnungsfuge bilden kann, weil man kann sich ja vorstellen, dass sich auch der Zementestrich ausdehnt und wieder zusammenzieht, je nach Temperatur, die darin herrscht. Genau, wie man hier auch sieht, der Randdämmstreifen hat hier so eine Folie dran, die auf den Bodenbelag übergeht und hier auch von uns tatsächlich festgeklebt wird. Auch das dient letztlich dazu, dass der Estrich nicht zwischen die Wand und die Dämmung laufen kann und somit quasi auch eine Schallbrücke wieder wird, wenn man eben auf dem Estrich eben läuft mit hohen Absätzen oder so, dass das nicht in die Wand zieht. Genau. Gut, so, der langen Worte, kurzer Sinn. Jens, was wird dir noch einfallen? Habe ich was vergessen? Nö, ne? Nö. Soweit hat der Sebastian ja auch eigentlich schon zu der Technik des Rohrverlegens hier alles gesagt. Ach so, hatte der Sebastian gesagt zu der Form dieses, wie es verlegt wird? Richtig, genau, das richtig. Wir hinten zeigen, glaube ja, ich. Ja, genau, Verlegeart. Komm, wir gehen mal hier ins Wohnzimmer, genau. Ich gucke mich hin, wenn ich so drauf trete. Genau. Man sieht es hier eigentlich recht gut. Es gibt zwei verschiedene Arten, Heizungs- oder Fußbodenheizungsrohr zu verlegen. Ich weiß nicht, wie oft, der zeigt mir da hinten gerade 3. Komm mal her, dann erklär die dritte. 2 kenne ich. Ich kenne die dritte, ja, die ist auch unrelevant. Warum zeigst du es mir dann? Ja, weil du lügst. Was heißt lügen?
Ich weiß es nicht besser, das ist ein Unterschied. Trag das außerhalb des Videos aus, bitte. So, also zwei verschiedene Arten, die ich kenne. Die dritte könnt ihr dann in die Kommentare dieses Videos schreiben. Es gibt zum einen die mäanderförmige Verlegetechnik und zum zweiten die spiralförmige. Es unterscheidet sich im Wesentlichen dahin, dass, wo kann man das denn besonders gut sehen? Ich glaube hier hinten, guck mal, hier sind Jens. Wir gehen, was die Heizkreise angeht, im Prinzip wie eine Schnecke vor. Wir laufen mit einem Rohr quasi, das ist hier das Äußere von diesem Kreis, laufen wir einmal außen rum und laufen dann quasi wie eine Schnecke nach innen, ja, immer weiter rein. Und hier dreht sich das Ganze dann. Das heißt, ich komme, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, da, und hier gehe ich wieder raus, genau. Also ich habe mich, glaube ich, hier ist der Drehpunkt, habe mich also bis hierhin so weit reingedreht, dass ich mich hier wieder umdrehe, um dann entsprechend so wieder rauszugehen. Das ist die spiralförmige Art und Weise. Das bedeutet, dass man versucht, den Raum möglichst gleichmäßig warm zu bekommen. Die mäanderförmige Verlegetechnik geht im Wesentlichen in Schlangen oder Serpentinen quasi vor. Das heißt, ich würde im Falle dieses Raums immer vom Fenster ausgehend mit dem Vorlauf erst ans Fenster gehen und den wärmsten Bereich der Fußbodenheizung ans Fenster legen und dann mich von da aus zurückarbeiten. Das heißt, ich wäre in dem Falle hier mit den Leitungen an der Wand entlang gelaufen und hätte dann angefangen, hier das Rohr zu legen. So, so und dann immer weiter mich wieder so zurückgearbeitet und wäre dann wieder in die Heizung gegangen. Das ist die mäanderförmige Verlegetechnik. Meines Wissens wird die heute kaum noch angewendet. Man denkt, sagt sich halt, oder früher war das ja auch so, im Bereich der Fenster war der kälteste Punkt, das heißt unter Umständen Kältebrücken, auf jeden Fall mal Strahlungskälte, die durch die Scheiben kommt. Und deswegen hat man die Bereiche der Fenster eben besonders warm gemacht. Ich kenne eigentlich nur die auch hier angewandte spiralförmige Verlegeweise. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, entzieht sich ehrlich gesagt meiner Kenntnis. Wenn ihr da wissenschaftliche, belegbare Studien zugelesen habt und was zu sagen könnt, gerne schreibt es in die Kommentare dieses Videos. Genau. Ansonsten sind wir auf einem guten Weg. Hier kommt der Estrichleger noch rein und dann kann man noch ein bisschen renovieren und dann kann die Familie auch endlich wieder einziehen hier in die untere Etage. Ich denke, Jens, ja, er nickt, sollte es das an Informationen für das Video in dieser Woche gewesen sein. Ihr Lieben, ich hoffe, es war informativ, ich hoffe, es war lehrreich. Ich hoffe, der Sebastian hat die nötigen Informationen für euch gut rübergebracht und verständlich rübergebracht. Hat er. Hat er, hervorragend. Dann war's das. Ich wünsche euch eine gute Woche. Macht euch eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder nächste Woche 18 Uhr, mittwochs immer um 18 Uhr auf unserem Kanal. Ein frisches Video der Firma Haustechnik Voßwinkel. Bis dahin, macht es gut. Bis dann. Ciao.